Servus zusammen und recht herzlich willkommen hier zu den Back 9 in EA Sports PGA Tour. Wir spielen Golf und zwar sind wir mit unserem Charakter Pepper Woods bei den US Open. Und das sind jetzt die Back 9, wir stehen an der 10. So, zuvor, wie gesagt, ich möchte mich nochmal entschuldigen dafür, dass es leider mit Augusta nicht ganz geklappt hat und ja, es war mein Fehler, dass ich also hier die falschen Knöpfe gedrückt habe und wir leider jetzt schon, ja, ein bisschen verfrüht vielleicht jetzt hier in oder bei den US Open sind. Aber jetzt wissen wir Bescheid, jetzt haben wir es gelernt. Und zweite Sache, ich möchte euch bitten, mal mir zu schreiben, ob das jetzt soweit passt hier. Ich habe ja vor kurzem mein Equipment ausgetauscht, habe einiges umgestellt. Auch dem ist es eben ein bisschen geschuldet, dass doch der ein oder andere Knopf hier aus Versehen nochmal falsch gedrückt wurde. Ob das soweit passt, auch von der Lautstärke, von der Spiellautstärke und auch von der Mikrolautstärke. Ja, also wenn das soweit passt, auch von der Videoqualität, ich nehme ihn jetzt mit einer anderen Software auch auf, dann schreibt es mir in die Kommentare, wenn irgendwas nicht passt, dann bitte ebenfalls auch und ich versuche es nachzujustieren. Aber denkt immer bitte daran, ich nehme diese Folgen immer ein bisschen früher auf und deswegen wird sich das alles auch immer ein kleines bisschen dann nach hinten raus verschieben. Wir schauen jetzt nochmal aufs Leaderboard hier und nach den ersten 9 mit 3 unter haben wir uns doch tatsächlich hier auf der ersten Seite ja ein bisschen festgesetzt. Es ist die US Open. Die US Open sind traditionell immer ja sehr, sehr schwer, was vor allen Dingen die Grüns angeht. Hier hat man bewusst oder will man bewusst eigentlich, dass die Spieler nicht unbedingt unter Paar spielen. Also es gibt viele US Open, wo die Sieger am Schluss vielleicht 2 oder 3 untergespielt haben und dann vielleicht gerade mal eine Handvoll Spieler, 8, 9 vielleicht unter Paar waren. Das ist so ein bisschen traditionell. US Open werden immer auf, ja, werden immer speziell auf speziell präparierten Plätzen und vor allen Dingen speziell präparierten Grüns gespielt. Und ich muss sagen, die minus 8 hier haben mich dann doch ein kleines bisschen überrascht. Aber wir spielen auch ganz gut und kommen doch, glaube ich, ordentlich hier zurecht. Wie das jetzt gleich weiter aussehen wird, so den Knopf muss ich drücken und schon geht's wieder los. Man sieht's hier, das ist wieder keine einfache Spielbahn. 497 Yards ist ordentlich für ein Par 4. Es ist ein Par 4. Und wir müssen eigentlich gucken, dass wir hier irgendwie reinkommen. Weil nämlich das Grün dann bergauf geht. So, ich schau noch mal. Eigentlich müssten wir den hier... Okay, wir haben auch noch Rückenwind. Wir müssen den eigentlich reinfaden. So wie ich das sehe. Wir müssten den eigentlich hier reinfaden und dass er dann hier in die Kuhle reinläuft. Okay. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel. Die Back 9 US Open. Oh, da haben wir ja praktisch auch noch über diesen Steinhügel hin rüber geschossen. Ja, mit dem Abschlag können wir zufrieden sein. So, a breeze at his back as he readies his second to the par 4. So, es ist wieder berghoch, wir haben aber Rückenwind. Und zwar kräftig Rückenwind. Die Frage ist also, Eisen 6, reicht uns das? Ja, wir spielen den mal dahin. Wir sehen aber, dass hier vorne alles nach rechts fällt. Das Grün fällt nach rechts. Der Wind wird ihn aber nach links reintreiben. Ja, da macht er eine Kurve und wird beschleunigen. Jetzt überlege ich gerade, ob es sinnvoll ist, den Ball hier eher links. Ein bisschen kürzer, weil er wird dann sowieso mit einer Rechtskurve rumlaufen. Also macht eigentlich Sinn, dass der Ball sowieso ein bisschen ja, weiter links landet. Wenn er halt nun mal da landet. Mitte grün. 18 Fuß. Eisen 6. Ein bisschen höher. Ja, die Kurve macht er. Er kommt Anfang grün, ja Mitte grün auf und ja, ein bisschen zu viel, oder? Ja, er rollt nicht bis in den Bunker. Wäre mir fast jetzt lieber gewesen.
wondering what might have been. Okay. So, das ist ein Pitch aus dem Rough und wir werden jetzt hier... Nee, da machen wir wieder einen Flop. Aber diesmal schön weit nach hinten. Etwas länger, denn dann spielen wir bergauf. Ansonsten rollt er bis zum Stock. Jo, ich denke, damit können wir zufrieden sein. It's all about getting it inside that 3-foot circle around the hole. That was a really nice shot. So, ja, okay, das ist immer so spannend hier, ob der Ball dann abdriftet. So that in for par to start this backside. And he'll stay at minus 3. And we've got a fun one here, folks. 131 yards, the par 3 11th. Just a wedge to an undulating green protected front and left by sand, falling off steeply behind. So don't let that yardage fool you. This is a tough one. Ja, das sieht man. Da ist überhaupt gar keine Verbindung. Das ist jetzt wieder ein Par 3. Oh ja, und es geht natürlich bergab. 26 Fuß. Das sind eigentlich dann fast 2 Schläger weniger. Aber wir haben auch noch Gegenwind. Oh Mann, 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 Mann. Ja, der wird eigentlich hinten im Grün landen. Wir müssten eigentlich schon mit dem hier schlagen. So. Ja, kommt er aufs Grün? Ne, der kommt nicht aufs Grün. Okay, da haben wir uns dann doch böse verschätzt. Das wundert mich. So, übrigens hier auch wieder der kleine Tipp. Ich habe mir das vorhin auch mal angeguckt mit einer anderen Runde. Man muss immer vorsichtig sein mit den... mit den Shot-Types, weil ich wollte nämlich woanders, das war glaube ich in Augusta, da habe ich auch bewusst in den Bunker gespielt und wollte da eigentlich mit dem Pick raus, so war der Plan und dann habe ich vor lauter Reden wieder mal vergessen hier umzuschalten. So, jetzt ist halt die Frage, wir haben da eine ziemliche Entfernung und der Ball muss rollen, 24, wir machen mal 17, er wird nach rechts rollen, wenn es soweit passt. 16, okay. Okay, dann schauen wir mal. Okay, und? Ah, schade, schade, schade. Boy, that was on an aggressive line. Couldn't quite get it to stop. And that will be left for par. Ja, aggressive line. So, es geht ein bisschen bergab, aber wir haben eigentlich kaum Break von der rechten Seite. So, wenn wir ihm also noch ein bisschen was mitgeben, obwohl es bergab geht, dann müsste das doch so passen. Okay, well done. It is a par here at 11 and he'll remain right where he is. Ja, also solange wir keine Schläge verlieren, müssen wir uns, glaube ich, um den Cut keine Sorgen machen. You need to hit it straight. You're at the 478 yard. Par 412 is another good par 4 here at the Country Club. Also bis jetzt muss man sagen, haben wir glaube ich noch um kein Paar richtig kämpfen müssen. Und unsere Birdie-Chancen haben wir eigentlich überwiegend genutzt. Also bis jetzt läuft es eigentlich ganz, ganz gut. So, wir haben ein Par 4 mit 496, mit 69, so rum ist richtig. Da vorne sind natürlich die Bunker und man muss gucken, dass man natürlich hier auf die linke Seite kommt vom Fairway, weil rechts hat man dann Schwierigkeiten mit den Bäumen. So, der Wind kommt und der Wind wird unseren Schlag verkürzen. Deswegen werden wir jetzt den Schlag, wir werden etwas low spielen, damit er ein bisschen mehr rollt.
Sondern ich glaube, das dürfte passen. Ja. So, okay. Das sind 275 Yards und 194 zum Loch, aber es geht bergab, wenn ich richtig sehe. Ja, minus 6, aber wir haben davor... Ja, okay, Bunker. So, Eisen 5, Eisen 6. Eisen 6, es geht ja ein bisschen runter. Kurz schauen. Ja, okay, das ist die längste Länge. Gut. So, jetzt sollte er ja hoffentlich liegen. Die Länge war sehr gut. Fast pin high. Early part of this back nine and a good approach shot. Now we'll have this for birdie. Ja. This now for birdie at 12. Ja, aber wenn er weiter links läge. How he's handled the speed on the greens, but this one is going to be a tester down the hill. Ja, aber down the hill. Ja, gut, also nee, das ist eigentlich eher eben. Also natürlich wäre es besser gewesen, wir wären jetzt unterm Stock gelegen. Dann hätten wir einen Bergauf-Putt gehabt. Das ist nämlich jetzt schon wieder ein gewaltiger Putt. So. Weil hier doch kräftig von rechts nach links das Grün fällt. 20 Fuß. Es geht ein bisschen bergauf, aber nicht viel. Okay. Okay, dann probieren wir das mal jetzt so. Oh yeah, that one online all the way. It's in for a birdie. Onward now to the 490-yard par 4 13th. A dogleg left with a green protected by water in the front and flanked by two bunkers. It's a good challenge right here, this par 4 13th at 490 yards. It's a dogleg left, and the green is protected by water in the front. And you can see it's flanked by two bunkers. So if you get going sideways here or miss hit a shot, it could result in a big number. Ja, da muss man natürlich jetzt auch wieder gut aufpassen, muss den Ball gut hier reinlegen, weil sonst, wenn er hier geradeaus durchrollt, sind wir hier in den Bäumen und dann wird es natürlich schwer mit dem zweiten. Wenn wir, ja, wir müssen um die Bäume, wir müssen eine Kurve spielen, es hilft ja nichts, wir müssen auf jeden Fall den Draw spielen, denn sonst haben wir hier mit diesen Bäumen hier drüben ein Problem. Okay, Wood. 250, 430. Naja, ist halt schon ganz schön ordentlich, den Driver auf den Baum hier zu und dann ordentlich drawn. Wie viel Luft haben wir denn? Ja gut, wir können auch hierher. So, der Wind drückt den ja auch nochmal ein bisschen rum. Also wir wollen hier vorne nicht an dem Ast hängen bleiben. Müsste eigentlich gut gestartet sein. Er springt natürlich ein bisschen nach rechts, aber er ist hinterm Baum, hoffe ich doch, sodass wir... Ja, ist das noch First Cut? Okay. Damit können wir leben. Ja, der Reporter hat es jetzt gerade auch gesagt, im First Cut kriegt man nicht so viel Spin drauf, ist klar, weil, wie gesagt... Die Balllage, First Cut, da haben wir ein bisschen mehr Gras dann zwischen Ball und Schläger. Aber es ist gut, dass die Fahne hinten steckt. Deswegen brauchen wir eigentlich auch nicht viel Spin. Wir haben auch noch hier viel Rückenwind. Das müsste doch eigentlich so passen. Ein bisschen vielleicht höher anspielen. So, zu kurz sollte er nicht sein. Der müsste doch jetzt runterfallen und... Okay. And safely on deck. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a four or five footer. So this first putt's going to have to be good.
Ja, wir sehen es, es geht doch wieder ganz schön den Berg runter. Das heißt, wir müssen hier definitiv kürzer. Sonst rollt er uns wieder weiß Gott wohin. Ja, da haben wir erstmal das Plateau und dann geht es hier links runter nach unserem Marker. So, und das ist ja wieder furchtbar, wie die Dinger hier nach links runter wandern. Ja, ich überlege jetzt gerade. Und dann wird der hier links runter rollen. Okay. Oh, bricht sofort links weg. Bricht sofort links weg. Ja, ist immer ganz schwierig. Wenn man eben diese langsamen bergab, dann nehmen die sofort das Break an. So, dafür haben wir jetzt praktisch einen kompletten Bergauf-Putt mit wenig Break. So. Ein Blick nochmal. 3 Inches, okay. Okay, wir müssen natürlich bis zum Loch kommen, es hilft ja nichts. Okay. Well judged, that is in for par here at 13. And he'll remain at 4 under. This is all you want, 625 yard, par 5, 14th hole. It was sort of born out of the old 12th hole, but I mean this one uphill, you need to get after it. Ja, solche Grüns und solche für 8, das ist ja noch gar nicht das Grün, das Grün liegt da hinten. Ja, das ist natürlich dann immer extrem, ja, diese Uphill und dann sieht man es auch nicht richtig, kann die Fahne überhaupt vom Fairway gar nicht richtig sehen. Jui. Okay, wir versuchen hier auf die rechte Seite reinzukommen. Also nochmal schauen, schnell. Ja, wir müssen schon ein bisschen... Oh, ach, ein paar 5, ist ein paar 5. Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. 600 Yards, natürlich dann 30 Fuß geht die... Ja, okay, alles klar. Gut, dann müssen wir uns eigentlich jetzt nicht so... So... Dann bringen wir den einfach nur hier ins Fairway. Oh, der geht aber weit rechts. Der startet weit rechts. Ah ja. Ist nicht schlimm. Ist sowieso nur erst mit dem dritten zu erreichen. Und ob er jetzt 20 Yards weniger liegt, das spielt keine Rolle. Jetzt müssen wir den ersten gut platziert da unten hinbringen. 100 Yards to the flag. So, getting this to a good number. The key here for his second. Na gut, er will den mit dem Holz 3 hier hochjagen, aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, weil dann bleibt er uns nämlich hier im Raff liegen und dann haben wir überhaupt gar keine Chance. Eisen 6, Eisen 7, oje, oje. So, 167, 352 und wir müssen berghoch spielen. Ja, doch, jetzt macht es natürlich schon bemerkbar, dass wir hier ein paar Yards verloren haben. Ja, aber da werden wir nicht hochkommen. Der bleibt hier uns im Raff liegen. Und aus dem Raff das Grün anzugreifen, ist natürlich extrem schwierig. Eisen 8 müsste ziemlich schnell liegen bleiben. Eisen 7. Wir haben Gegenwind. Eisen 6. Und wir spielen den hoch an, dass der liegen bleibt. Okay. 175. I'd also add the word short, Rich. Slow, steady and short. This is a long par 5 now. Ja, eigentlich müssten wir Eisen 6 spielen, weil es sind 38 Feet. Das ist auf jeden Fall ein Eisen mehr. Okay, der Wind. Okay. Okay, und hoch anspielen. Damit er definitiv da drüber kommt. Ja, das ist erstmal nicht verkehrt, so wie ich das sehe. Well,
I don't have my technies around, but that looks like, oh, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Und im Prinzip ist das jetzt hier auch ein machbarer Putt. Leicht bergab. Und ganz leicht von rechts nach links. Gut. Okay. Rechte Lochkante. Dann müsste er doch Mitte Loch fallen. Play this 14th hole. That's in for birdie. And he moves to 5 under now, 3 back of our leader. This is where the golf course really starts to kind of bare its teeth. You need to have your game in order. This is a 515-yard hole, a par 4 15th. Ja, an der Stelle muss ich aber ganz klar festhalten, dass es natürlich ein völlig anderer Platz ist und der scheint mir doch deutlich besser zu liegen. Wir haben da mit den Grüns kommen wir hier deutlich besser zurecht als jetzt in Augusta. Also da sieht man erstmal die Unterschiede von den Plätzen. Augusta ist da eine ganz andere Hausnummer gewesen. Wir treffen hier auch deutlich häufiger die Grüns. Und die Putts, die Puttlinien sind doch meistens, ja, machbar. So, wir haben jetzt ein paar 4 mit 487 Yards und schlagen von einer erhöhten Position hier runter. Oh ja, spannend, spannend. Wir haben hier aber ein bisschen Gegenwind. Okay, damit müssten wir doch eigentlich Mitte Fairway landen. So, Gegenwind bedeutet, dass wir den etwas flacher spielen. So, ja, aber ein bisschen dann wieder verdrückt hier im Abschwung. 272 Carry, 294 total. Okay. Gut. So, da vorne macht sich der Wind wieder bemerkbar. Wir müssen deutlich auf der linken Seite anhalten. Deutlich auf der linken Seite. Eisen 6. Es ist eigentlich eben. Gut. Vom Prinzip her müssten wir sogar noch ein bisschen reinfaden, damit er dann da vorne das Grün nach hinten läuft im Zweifel. So, kleines bisschen hoch. Und dann versuchen wir unser Glück. Ja, geht erstmal Richtung Stock. Just think about it. You've got to cover nearly 2 football fields of distance and get it inside 5 feet. You wouldn't think that's possible. Chance now for another birdie. So, jetzt habe ich wieder nicht gleich geguckt. Es geht ein bisschen bergauf. Aber wie immer in dem Fall. Rechte Lochkante, es ist wieder kein Break, das zu unterschätzen ist. Und wenn sie zu langsam starten, dann nimmt er das Break sofort an. We begin our finishing stretch here at the Country Club with the last par 3 of the day, the 211-yard 16th, which is flanked by mature trees and protected by 4 greenside bunkers. So, das wäre jetzt ein klassisches Backspin-Loch, weil wir sehen es gerade, die Fahne steckt kurz, davor natürlich ein Bunker. Hier müsste man eindeutig den Ball hinter den Stock spielen. Und dann mit Backspin zurück, aber das wird natürlich nicht funktionieren hier groß mit einem Eisen 6 oder mit einem Eisen 7. Da kann man nicht allzu viel Spin drauf kriegen, also zumindest nicht Backspin, damit der beißt. So. Jetzt schauen wir nochmal, der Wind kommt ja von rechts. Okay. Aber wenn wir das richtig sehen... Ja, da hat es eine kleine Welle, also vor dem Bunker. Das heißt, der Ball müsste dann rechts rüber rennen. Ja, okay.
So, auch hier wieder hoch anspielen. Oh je, der nimmt ja überhaupt gar keine Kurve an. Der fliegt gerade und landet im Bunker. Okay. Merkwürdig, sehr merkwürdig. War dann der Wind plötzlich weg? Gut. Da machen wir jetzt einen Pick. Das heißt, er soll möglichst schnell zum Liegen kommen. Ja, da unten ist eigentlich so eine kleine... Ja, okay. Der rennt eigentlich dann zum Stock. Auf der anderen Seite ist es... Ja, okay. Alles klar. Jetzt nochmal aus der Position. Ja, es ist ein wenig unübersichtlich. Ich überlege jetzt gerade nochmal... Ja, der läuft eigentlich dann mehr so zum Stock. Okay. Ah. Ach. Haben wir jetzt wieder vergessen umzuschalten, ne? War das wieder Blast und gar kein Pick? Ah. 13 feet away. Okay, müssen wir mit leben, haben wir nicht aufgepasst. So, es geht wieder bergab. Können wir hier ein bisschen kürzer machen? Ja, will ich eigentlich gar nicht. Und es breakt diesmal ein bisschen mehr. Da müssen wir schon etwas mehr machen als linke Lochkante, Puh. Right on line all the way. It is a par here at 16. And he'll remain at 6 under par. Ja, okay, da haben wir einen Fehler gemacht, aber den konnten wir durch einen guten Putt wieder ausbügeln. Drivable par 4, 370 yards, 17. Cut the corner of the dogleg and go for the green if you'd like. But four greenside bunkers await. Naja, 370 Yards ist jetzt für uns nicht drivable. Und da sieht man auch einen ganz schönen Hügel rechts hinten. Okay. Aha. Okay, der Wind drückt den rüber. Und dann haben wir da im Fairway, hängt das Fairway nach links. Okay, also wenn wir hier landen, müsste er eigentlich... Okay, ein bisschen drohen, aber nicht viel. Müsste jetzt eigentlich ein bisschen nach links springen. Müsste Fairway sein, oder? Ja, Fairway. Das war wieder mal Schweizer Präzision. So after a well-placed drive, this is second from short range. Also das ist jetzt ein bisschen mit roten Stellen hier auf dem Grün. Okay. Wie spielen wir dieses Grün an? Wenn wir links vom Stock liegen, ist es ein Bergauf-Putt mit wenig Break, so wie es aussieht. Aber die Bälle werden sowieso in die Mitte reinlaufen, hat man so ein bisschen den Eindruck. Ja, der wird sowieso kaum hier oben liegen bleiben, habe ich so das Gefühl. Mit Backspin wird auch nicht viel bringen, weil der macht die Kurve. Dum, 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 dum. Ja, witzig. Dass der hier dann doch aus... Was haben wir? 68 Yards. Dass der hier doch knapp aus 60 Metern anscheinend doch der Wind hier ziemlich annimmt. Okay, nochmal kurz schauen. Okay. Oh.
Unnötig wie ein Kropf, könnte man fast sagen. So ein großes Grün und man trifft es aus 60 Metern nicht. Again in the bunker. Looking to splash this softly onto the green. So. Es geht zum Stock. Jetzt achten wir mal darauf, dass wir wirklich den Pick spielen. Man geht zum Stock. Ja, der wird nicht liegen bleiben. Wird ein bisschen spinnen. Pick. Okay. Came through beautifully there. Good thump of the sand and a good chance to save par. Ja. Wenn da nicht wieder rennen würde wie wild. No problems there. That's a par here at 17. And he'll stay right where he is. So, bis jetzt haben wir eine saubere Weste und so soll es dann auch bleiben, hoffe ich, mit der 18. Wir beginnen unseren Tag im Country Club und hosten viele historische Turniere, inklusive 4 US Opens, mit dem 455-Yard Par 418. Bunkers protecten die Elbow auf dem Dogleg left. Keep it in the fairway und finish with a birdie, if you can. Tja, if you can. So, wir sind bei minus 6. Das ist natürlich schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn wir hier 275, dann haben wir noch 130, ungefähr 135 ins Grün. Das müssen wir eigentlich nicht unbedingt machen. Ich überlege nur, oder spielen wir doch mit dem Driver hier rein. Nochmal kurz schauen. Da sind natürlich die Bunker. So, okay. Okay, wir lassen den Wind arbeiten für uns. Wir lassen den Wind hoffentlich für uns arbeiten. Nein, der Wind drückt ihn definitiv in den Bunker. So. Oh, jetzt bleibt er auch noch da oben liegen. Das wäre mir jetzt im Bunker lieber. So likely no chance to spin this one as he gets set for his second at 18. So, wir sehen rechts rough, 89-97%. Okay, also da wird kaum Spin drauf sein. Wir haben aber trotzdem ein bisschen bergauf. Ja, wir müssen auf jeden Fall hinten. Also nicht, dass wir dann wieder zu kurz liegen und im Bunker liegen. Weil er wird uns definitiv schlucken. So, da kommt ja alles runter. Okay. Okay. Ja, wir werden es einfach mal so probieren. Denn wie gesagt, das Raff wird definitiv Stärke schlucken. So, wir werden aber trotzdem ein bisschen höher anspielen. So, kommt er aufs Grün? Okay. Damit können wir gut leben und haben die Möglichkeit, das Pärchen noch zu spielen. Now this for another birdie. Really not a whole lot to this. He's going to get a little help from the slope. Other than that, just slightly to the right. Ja, da haben wir ein bisschen bergab, deswegen machen wir den mal hier zum Mittelloch. Okay. Das ist eigentlich am Anfang viel. Okay. Na, geht rechts vorbei. Die Länge war eigentlich sehr gut, gar keine Frage. Wir haben, naja, gut 6 Feet sind dann doch wieder. Ja. Ein Wadenbeißerle, aber es ist noch kaum Break. Es müsste jetzt auch ein bisschen bergauf. So, rechte Lochkante. Okay. Und da fällt er rein.
This is going to be an opening round 64. Sensational. So if nothing else, Frank, this a big thrill to get that first round in as an amateur at the U.S. Open. Yeah, the USGA and the RNA have done so much for the amateur game, Rich. So to play in their championship, that's a huge honor. But to compete, well, that's a tall order, but something that you'll cherish. So that should just about do it. For all of us at EA Sports, thanks for spending some time with us on the road to the Masters. Jo, das wäre es also gewesen. Das waren die ersten 18 Bahnen, die erste Runde US Open, wo wir hier dran teilnehmen. Und wir haben ein ordentliches Ergebnis gespielt. Wir schauen aufs Leaderboard. Wir sind alleiniger. Ja, wir sind alleiniger. Zweiter mit minus 6. 6 unter Paar, eine 64, weil es ist ein Paar 70 Platz. Das heißt, verhältnismäßig kurz eigentlich. Aber wir haben ordentlich gespielt. Mit minus 6 können wir mehr als zufrieden sein und ich bin mal auf die nächste Runde dann gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wir schauen jetzt aber noch mal mit Exit, was wir jetzt hier eigentlich erworben haben. Ja, wir machen Exit. Wir sind zufrieden mit unserem Ergebnis. Das war The Country Club. So, das gibt wieder 19.470 Punkte und uns fehlt noch ein ganz kleines bisschen, um unseren Golfer wieder zu leveln und zwei Reward Points zu kriegen. Und jetzt schaue ich gerade mal, weil wir haben meines Wissens gerade... Oh, Quest completed, Daily, auch nicht schlecht. So, hier haben wir... Ja, zwei Punkte haben wir. Wenn wir demnächst wieder zwei Punkte kriegen, werden wir uns im Putten noch mal ein bisschen verbessern. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich natürlich über Kommentare und auch natürlich über Däumchen sehr, sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein wollt, dann natürlich bitte ein Abo dalassen. Würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns zur zweiten Runde hier bei den US Open in unserem Karrieremodus. Und nicht vergessen, wir sind immer noch Amateur. Ich bedanke mich und wünsche euch allen weiterhin ein schönes Spiel.